Hansimas hat mir von Vegetalis und Eltern erzählt. Deshalb war ich beim Wilserweiher. Die zwei stehen da immer noch und besprechen irgendwas ganz heimlich. Aber mich haben sie gleich weggeschickt. Was haben die zwei nur zu besprechen? Letztens war Pantimos hier und hat uns das gesagt. Was hat das bitte zu bedeuten? Welcher Wunschort? Okay, pass auf, Rettern. Ich glaube, es ist am besten, wenn wir beide in diesen Dungeon gehen. Falls es einer von uns beiden nicht bis zum Ende schafft. Schon kapiert. Dann kann der andere immer noch dessen Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Du bist echt ein helles Köpfchen, Vegetalis. Hey, ich weiß. Ich kann es kaum erwarten, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Also, ich wünsche mir ein größeres Maul. Mit einem größeren Maul könnte ich noch größere Stücke verschlingen. Ich wünsche mir einen Ort, an dem ich in Ruhe meditieren kann, wo mich keiner stört. Ich würde mich gerne ein Jahr lang voll aufs Meditieren konzentrieren, ohne zu essen. Ich weiß von nichts. Ich weiß überhaupt nichts Interessantes. Geht mir ganz genauso so. Ich kann definitiv keinen Dungeon mit dem Wünsche wahr werden. Auf keinen Fall. Ein Dungeon mit dem Wünsche wahr werden? Das hört sich doch interessant an. Gibt es den Dungeon wirklich? Können wir zu diesem Dungeon hin? Das werden wir noch früh genug erfahren. Doch nun sollten wir uns vielleicht mal vorbereiten auf das Blitzfeld, das wir heute anstreben wollen. Wir haben so viele Erkenntnisse zusammen. Weg damit. Wir brauchen nur einen. Was haben wir denn sonst noch so? Ja. Ist eigentlich nicht vonnöten, das Ganze. Ja, komm, pack weg. So, abholen. Am besten Äpfel, wenn ich noch welche habe. Aber ich habe wohl keine mehr. Habe ich noch Äpfel? Nee, oder? Oh, ich habe so viele Erkenntnissamen. Ich habe mehr Erkenntnissamen als Belebersamen. Was ist da los? Ja, dann nehmen wir doch einfach mal einen Belebersamen. Die sind nämlich sehr super. Die können wir auch mal mitnehmen, die Dinger hier. Die können wir direkt einsetzen. Haben wir irgendwas Richtiges? Eine Erinnerung habe ich, glaube ich, schon dabei. Ja, passt, denke ich. Habe ich noch irgendwas, was ich lagern will? Für seinen Träger herrscht immer nur die Wetterlage klar. Okay. Hat was, aber brauchen wir nicht. Gut, passt das so? Ja, ich denke, das passt so. Warum nicht? Wird schon passen. Wird schon klar gehen. Oder sollen wir nicht vielleicht noch einen zweiten Erkenntnissamen mitnehmen? Nee. Let's go! Keine Angst und keine Scheu! Los geht's! Bam, 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 bam. Das Blitzfeld steht uns nun offen und da reisen wir hin. Genau 30 Ebenen wieder. Und let's go! Wir sind gespannt. Werden wir es überleben? Ich hoffe doch. Letztens haben wir den Feuerberg und jetzt haben wir wieder die Donnerwerkmusik. Aber beide Musikstücke sind super. Nur vom Frostwald finde ich es nicht so ganz so geil. Das ist einfach nur für mich persönlich eine schlechtere Version von der Magmahöhle. Der Frostwald. Falls es nicht wusste, der Frostwald und die Magmahöhle haben die gleiche Musik. Nur hören sich anders an. Aber die gleiche Melodie haben sie. Und da finde ich einfach die Magmahöhle besser. Aber die Musik hier ist auch echt geil. Man kann die Musik von dem Spiel echt nicht toppen. Es ist super. So, hau ab. Bam. Raus da. Weiter geht's. Fritzelblitz. How about no? Chaos-Samen, okay.
braucht's eigentlich nicht, aber okay, nehmen wir mal mit. Ist ein Inventar was voller. Als ob das so was Gutes wäre. Was? Okay. Wollte gerade wissen, was das Geräusch war, aber unten rechts kurz geguckt. Deshalb war ich gerade so still. Also Bescheid. Kannst du bitte gehen? Danke. Oh, ja, dann bleib mal wieder hier. Auch kein Problem. Und so. So, weiter geht's. Wir wollen das Ziel. Und das ist ein Magnetino. Ach, wie süß. Ein Magnetino. Es ist so alleine und nicht zu dritt. Und es denkt, es könnte uns besiegen. Ach, ist das süß. Da ist es weg. Ach, immer noch keine Treppe. Was ist denn das? Bam, bam, wir kommen echt zu langsam voran. Das muss hier echt mal schneller gehen, sonst wird das noch zwei Folgen lang. Oh Mann, oh Mann. So, jetzt ist klares Wetter, ist aber ganz schnell. Mich heilen, weil vorhin war kein klares Wetter. So, voll geheilt. Ach komm, killt es doch. Es kann nichts. Danke. Nice, diese Treppe. Ihr wisst, es geht bis E30. Das wird also lange dauern. Aber nicht so lange wie die 99er Ebenen. Aber da kommen wir noch zu. Falls ihr drauf Bock habt, dann lasst es mich wissen. Sichtsam. Und dann kannst du nicht mehr benutzen. Was ist ein Blödsinn? Wer will denn sowas? Wer will denn sowas? Ich wollte das gar nicht haben. Ich dachte, vielleicht ist es ja ein geiler Samen. Erkenntnissamen oder ein Belebersamen. Nö, Sichtsamen. Also von all den geilen Samen, die es in dem Spiel gibt, krieg mal einen Sichtsamen. Ah ja. Du mich auch spielen. Das denke ich mir dabei. Du. Oh Gott, hier sind ganz viele Items. Vielleicht was Gutes dabei? Wäre doch zumindest was. Also, du verfehlst. Bam. Da geht's down. Und es will doch in unserem Team, okay? Ah. Warum nicht? Ich merke gerade, ich hätte jetzt Zapdos mitnehmen. Nee, nicht Zapdos. Dings, Metagross hätte ich mitgeben können, oder? Metagross? Ist auch egal. Wenn wir nicht mitnehmen. Denn ich denke, es wird genauso einfach sein, wie Entei es war. Warte, ich so direkt die Treppe. E5. Gott, das dauert echt lange gerade. Aber was machen wir mit einer Rotfeder? Der hat die Klarfeder kaputt gemacht? Hat daraus eine Rotfeder gemacht? Wieso das? Hat einer von euch vielleicht eine Theorie? Dann schreibt es mal rein. In den Kommentaren. Spaß. Könnt ihr machen. Ist mir egal. Wenn ihr Bock habt. Ach, da ist ein Gegner von mir. Lol. Chausen. Gott, das dauert echt lange. Schlafsam. Pfeh. Keine Lust auf einen Schlafsamen. Da würde ich ja lieber schlafen, als einen Schlafsamen aufzusammeln. Aber ein Voltheiler mit dem Typ zu haben, wäre schon sinnvoll. Was ist das? Jo, ein Erkenntnissamen, als ob. Ja, nice. Hier gibt es also auch einfach so Erkenntnissamen rumliegen. Ich vermute einfach mal, dass wir im letzten Dungeon sehr viel Glück hatten, dass sie so oft rankamen. Das wirkte auch wie sehr viel Glück. Und nach einer Zeit dachte ich halt, vielleicht gibt es die halt einfach halt zu farmen. Wäre halt sinnvoller jetzt gewesen, hätten wir Starter genommen, die beide Mega entwickeln können. Aber nur ich kann eine Mega Entwicklung. Pikachu kann es halt nicht. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass das so ein großes Problem ist, dass Pikachu keinen nicht heilen kann. Heilen.
nicht, keine Mega-Wirkung machen kann. Raichu. Ach, ich bin dumm. Initiative! Von wen erhöhen wir die Initiative? Von dir. Dann haben wir noch Calcium. Spezialangriff erhöhen. Von mir. Und dann haben wir noch Zink für Spezialverteidigung. Zack, zack, zack. Ich würde sagen, Raichu. Und weiter geht's. Kriegt ihr das hin da unten? Ja. Oh, ein Pikachu! Schaut mal, wie süß es ist ohne Band. Ohne Halsband. Oh, wir hatten noch nie einen Pikachu ohne Halsband gesehen. Aber jetzt sehen wir auch, man kann hier Pikachu bekommen. Vielleicht können wir im nächsten Gebiet... Evoli bekommt Spaß. Kann man wahrscheinlich schon bekommen irgendwo, oder? Ich finde krass, dass es... dass man alle Evoli-Formeln hier bekommen kann. Man kann ja einfach einen Filinara haben. Es gibt noch nicht mal Gen 5 Pokémon und man kann ja einfach einen Filinara haben. Ich find's immer noch krass irgendwie. Na komm. Mensch, also wir kommen hier echt gut voran, aber echt sehr verdammt langsam. Normalerweise sind wir jetzt schon bei E10 oder weiter. Also geil finde ich ja jetzt nicht so. Um ehrlich zu sein. Du, du, du. Oh Gott, wir sterben. Nee, braucht's nicht. Ich brauche kein Magnetilo. Ich habe Magneton. Wofür brauche ich ein Magnetilo? Oh, plus ne. Süß. Oh, Raichu, Level 51. Irgendwann sind wir Level 100, Leute. Ich sag's euch. Irgendwann sind wir Level 100. 100% sind wir immer Level 100. Ich hab Hunger, das ist nicht gut. Zack. Heilen. Wo ist denn dann ein Gegner, Fritzi? Jetzt? Ich sehe da keinen Gegner. Na egal. Wo gehen wir lang? Wir gehen nach rechts. Oben macht keinen Sinn, sehe ich gerade. Hi, was machst du denn hier? Kannst du bitte abhauen? Das finde ich jetzt aber nicht so nett von dir. Kannst du bitte abhauen? Kannst du bitte abhauen? Dankeschön. Das nehmen wir nicht auf. La la la. So. Na komm, lass mich hier einfach durch. Mensch, wo ist denn hier? Da ist die Treppe, wollte gerade sagen. Ich wollte gerade ausrosten, ey! Was ist da für eine Falle? E8. Ja, ich glaube, das wird vielleicht wahrscheinlich sogar ein Zweiteiler. Wir brauchen echt lange irgendwie. Ach, hier ist die Treppe. E9. Irgendwo ist E10. Und E11. Und E12. Und so weiter und so fort. Und ich werde angeschrieben, aber ich lasse es jetzt. Ich bin nämlich mitten in der Aufnahme und ich habe jetzt keine Lust, die Aufnahme zu beenden. Ich weiß, man kann bei OBS neuerdings Aufnahmen auch pausieren, aber ich habe es halt noch nicht getestet. Und ich weiß nicht, ob das gut funktioniert oder nicht. Deshalb lasse ich es erstmal. Ich muss halt lieber erstmal testen, bevor ich es jetzt einfach so benutze, als würde es 100% funktionieren, ohne Fehler. Zack. Oh, Blitzer! Yo, Blitzer wäre richtig geil, aber hat leider keine Fähigkeit. Magneton Level 48, der wird bald schon Level 50 sein. Beep, beep, bzz, bzz. Ja, der freut sich auch schon. Nach oben würde ich sagen. Yes, hat sich gelohnt, hier war ein Apfel. Den nehmen wir natürlich mit. Ein Tütü. Oh Gott, nein, Bombenfalle. Eine Springfalle, was immer. Bäm. Was? Du lebst immer noch? Hau mal ab, du! Damn! Ich bin fast tot. Ja, moin. Man kann das mal machen. Nein, heil mich nicht. Okay, jetzt wir vielleicht doch heilen sollen. Kacke. Ja, Midi-Beleber wäre am besten, denke ich. Ist jetzt halt blöd gelaufen.
Und dann will er sich... Ah, je mehr wäre, desto besser, würde ich sagen, aber... Dazu sage ich nichts. Hau ab! Euer Ernst! Raus da! Ein Noctuska. Na, wie geht's Ihnen, Noctuska? Tschüss, Noctuska. Ist auch keine Treppe. Irgendwer stirbt da gerade, aber ist mir egal. Wer? Ach, Magnetilo. Ach, für Magnetilo. Ich hab Magneton. Der ist sogar dabei. Okay, E13. Machen Fortschritte. Das ist gut. Was? Nein, halt ihn nicht. Kriegt er den Down? Ja, easy. Kommt ein Plus auf uns zu, aber das kriegen wir schon hin. Können so viele Eisennadeln schmeißen, wie die wollen. Das ist mir mittlerweile egal. Vorher in der Story war es mir nicht so egal. Weil die wurden konstant, dauerhaft, immer geworfen. Aber jetzt braucht es halt nicht. Finde ich. Also, ich finde, braucht es halt nicht zum Aufsparen. Das meine ich. Was habe ich aufgesammelt? Moment. Moment, was habe ich? Ich gucke einfach im Inventar. Ein Apfel? Oder was habe ich aufgesammelt? Habe ich einen Erkenntnissamen aufgesammelt? Nee. Habe ich ihn aufgesammelt? Ah, man kann durch die Box den Boden untersuchen. Das ist gut. Das finde ich super. Ach, das macht dann auch Sinn, dass ich letztens mal von mehreren Folgen einen weiteren Slot hatte einfach so. Das macht Sinn. Wir packen Top-Elixier weg, den werden wir sofort benutzen. Ja, hier du. Und wir beide, ich und Pika, wir werden beide Top-Ether benutzen. Obwohl, nee, ich brauch's was anderes. Aber ja auch. Dann lassen wir's. Ich habe immer noch einen Top. Ja, dann doch. Dann doch. Dann brauchen wir es doch. Wir brauchen Ethers. Das ist schlecht, dass wir keine Ether haben. Kann man eigentlich noch angreifen? Oder setzt man Verzweifler ein? Was passiert, wenn man gar keine AP mehr hat, auf irgendeine Attacke hat? In diesem Spiel. Setzt man dann Verzweifler ein, so wie die normalen Pokémon spielen? Oder kann man einfach gar nicht angreifen? Und macht nichts? Das würde mich immer interessieren. So, die Hälfte haben wir. E15. Kommen immer näher. Ach komm, hau ab, Mann. Bam. Zack. Ach. Leg doch weinen. Weinen, weinen. Level 54. Ey, wir leveln ja richtig schnell. Habe ich nichts gegen. Das Geld können wir aufnehmen. Jetzt mal ehrlich, Mann, wo ist die Treppe? Da ist die Treppe. Hammer up the trap. Treppe, Treppe, die Trap. Bam, hau ab. Ist er down? Ich denke schon. Hast du eine Silberbeere? Ach, egal. Nehmen wir nämlich. Nehmen wir nicht mit. Verbockt. Hi Noctuska, wie geht's Ihnen, Noctuska, aus dem Videospiele-Hit Pokémon? Aus welcher Gen kommt Noctuska nochmal? Fürth? Ich glaube vierte. Ich glaube Noctuska kommt von Gen 4, oder? Oh Gott. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann mache ich mich albern hier. Was habe ich da aufgenommen? Chaos-Samen. Was ist das? Eisenverteidigung. Okay, von dem wollen wir die Verteidigung holen. Von mir. Oder? Jawohl. Nein, warte mal. Warte, warte, nein. Pika. Hier, Pika. Kannst du sagen. Hallo, Elektroball. Man erkennt, dass es ein Elektroball ist, weil der war oben weiß und unten rot.
Und Voltoballs sind oben rot und unten weiß. Das erkennt man doch. Weil Elektroball soll ein, Voltoball soll wie ein Pokéball aussehen. Und Elektroball ist ein umgedrehter Pokéball. Das weiß doch jeder. Ich weiß aber nicht, was in der Entwicklung passiert von einem Voltoball zu einem Elektroball. Was passiert da? Er dreht sich einfach um und sein Gehirn rutscht einfach dann mit nach oben. So, bei ihm ist umgekehrte Schwecker. Das heißt, wenn du ihn umdrehst wieder, dann ist er wieder ein Voltoball. Hast ihn wieder zurückentwickelt, oder was? Lol. Ich weiß halt echt nicht, wo ich lang gehe. Da kommt Kindes. Ich würde sagen, wir gehen hier nach oben. Nach links. Nach oben. Nach rechts. Ich kann mich heilen, liegt mir nicht. Unten. Was ist das? Yo, Erkenntnis haben. Okay, ich bin wieder wach. Hi. Was packt man dafür weg? Ein Samen, würde ich sagen. Ja, jetzt können wir mal einen großen Apfel essen. Nom. Und dann heile ich mich kurz. Zack. Und weiter geht's. Okay, jetzt zweimal hintereinander. Nein, brauchst du zwar nicht, aber okay, cool. Da oben ist Geld. Ja, dachte ich mir. Es ist eigentlich auch so warm. Jetzt halt wird es echt irgendwie wärmer. Dabei habe ich sogar so einen Wärmeschutz an meinem Fenster. Haben vielleicht manche von euch auch. Trotzdem ist mir irgendwie warm. Weißt du, bevor wir dieses Wärmeschutzding dran gemacht haben, war mir überhaupt nicht warm. War ganz normal, so wie immer halt. Oh, hier glitzert's. Und jetzt, wo wir es dran haben, wird es auf einmal wieder wärmer. Also wahrscheinlich, wenn wir es nicht dran gemacht hätten, wäre es wahrscheinlich verdammt warm gewesen. Aber ich bin froh, dass wir endlich die Kälte weg haben. Ich meine, ich mag Wärme überhaupt nicht. Ich hätte lieber Kälte als Wärme, aber die Kälte war wirklich zu lange. Wir hatten wirklich zu lange Kälte. Deshalb finde ich gut, dass wir jetzt tatsächlich mal Wärme haben. Ich finde nur einfach bei Wärme. Aber bei Kälte. Kälte kannst du dich komplett einkleiden. Kannst du heißen Tee trinken. Kannst du was auch immer. Du kannst dich irgendwie immer warm machen. Das kannst irgendwo reingehen, kannst chillen. Kannst zum Beispiel drinnen die Heizung einfach anmachen. Und dann ist easy gechillt alles. Aber der Wärme. Was machst du bei der Wärme? So, Eis essen? Nee, das schmilzt ja sofort. Also könntest du schon, aber es würde sofort schmelzen, würde dann nur für ganz kurz halten. Ventilator kostet viel. Wäre aber eine Möglichkeit. Aber. Davon kannst du dich dann erkälten wiederum. Wenn du den Ventilator direkt vor dich hast, dann kannst du dich dadurch erkälten. Das ist nicht so geil. Also was macht man dann? Und ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit mit meinen Händen irgendwas deuten will, weil man mich doch eh nicht sieht. Ich bin seltsam, ich weiß. Du, du, du. Du, du, du. Hau mal ab. Ich hab das getan, Mann! Danke, endlich triffst du mal. Ja, jetzt triffst du sogar zweimal. Alles klar. Hättest du vorher auch gerne machen können. Oh, Tropius, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Und jetzt sehen wir uns gar nicht mehr. Ciao. Warum gibt es hier einen Tropius? Das ist hier ein Elektrofeld-Ding. Blitzfeld. Warum gibt es hier ein Tropius? Entwickler, muss ich das verstehen? Nee, oder? Wahrscheinlich gab es das aber auch schon original, deshalb. Aber warum haben sie das reingebaut? Fragen über Fragen. Die so unwichtig sind, dass sie niemals beantwortet werden.
Nimm jetzt schon wieder alle keine AP mehr. Ich muss mehr AP-Dinger mitnehmen. Und vor allem mehr farmen. Ich möchte auch allgemein Belebersamen farmen. Hier kann man auf jeden Fall gut Erkenntnissamen farmen. Das weiß ich auf jeden Fall jetzt. Dass man bei den drei Hunden die Samen farmen kann. Ja, ja, mach das mal, mach das mal. Bam. Wir kommen aber dem Ende näher. Nimmt man mal das Geld mit? Die nehmen das Geld nicht mit. Pff, dann nicht. Ja, trink das mal. Wer braucht es denn am meisten? Ich. Definitiv ich. So, ihr beiden kriegt auch nochmal was zu trinken. Hier, Top Ether. Lecker trinken. Das denken die sich. Und ich denke mir so, ah, gern geschehen. Immer wieder gern. Du, 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 du. Warte, dem gebe ich lieber ein Elixier, glaube ich. Und dann gebe ich Raichu gleich nochmal einen Äther, sobald er ein paar Ladungsstöße verteilt hat. Und dann habe ich gar nichts mehr zum Pushen. Dann müsste das reichen. Bis zum Boss. Wer wird's wohl sein? Die meisten wissen es wahrscheinlich. Trotzdem werde ich es nicht verraten. Kacke, ich bin fast tot. Das ist nicht so geil. Nein, heil mich bitte nicht. Heile ich mich eigentlich viel bei Regen? Ich glaube, ich heile mich nicht so viel bei Regen. Nee, nicht so viel. Oh Gott, Ampharos! Aber ich finde geil, dass wir einen Ampharos haben. Es fällt mir gerade erst auf, by the way, dass wir einen Ampharos haben. Oh Gott, ich bin komplett nicht bei der Sache. Ich zock einfach nur. Denk mir so, Treppe, Treppe, Treppe. Das ist das Einzige, was mir in den Kopf kommt. Bam. Oh, ich mach richtig viel Damage. Yo, Tropius. Klammern, Digga, klammern. Auch wenn du eigentlich viel größer sein müsstest. Kannst gerne mitmachen. Du kannst keine weiteren Pokémon mitnehmen, wer ein Begleiteter raus soll. Magnetilo wahrscheinlich, ja. Tschüss, Magnetilo. Ich hab dir gesagt, ich will dich nicht, brauche ich nicht. Ciao. Ich meine, Magnetilo hat sich zwar viel Mühe gegeben, muss man zugeben, aber brauche ich einfach nicht. Ich brauche ihn einfach nicht. Ich habe einen Magneton, Mann. Wozu brauche ich dann Magnetilo? E23, wir kommen immer näher. Siebenmal noch die Treppe finden und dann gibt's einen Bosskampf, einen dicken fetten. Das wird dann episch. Epetisch. Ein Erfahrungspunktentisch. Ein epetisch. Episch. Na komm, kill ihn. Kann ich einen Raichu bekommen? Ich hab doch schon einen Raichu. Und warum macht der mir so viel Damage? Ja, gib mir mal einen Heilsamen. Wäre ganz gut. Kann ich mich direkt angreifen jetzt? Nice, danke. Was jetzt war? Ja, kein Wunder, dass Gift kein Damage macht. Ist ja auch Stahl-Elektro, das Ding. Ja, jetzt Rasierblatt ein. Bam. Oh nein. Oh nein. Das war mir klar. Das war mir gerade klar. Als ich Spiegel-Self gelesen habe, dachte ich mir schon, ja, das war's. Kill dies bitte? Nice. Mal Stein. Komm, glücklich noch. Leute! Ja, das Elektrofeld, ne? Du weißt schon, Hälfte meines Teams besteht aus Elektro-Pokémon. Wenn nicht sogar mehr als Hälfte. Ja, mehr als Hälfte. Ups. Wie viel ist aktiviert? Ah, mit dem rechten Stick einfach drücken. Also nicht reindrücken, sondern einfach nur bewegen. Und dann mit B weg. Damit kann man sich umschauen. Aber ich glaube nur, wo man schon war, oder? Moment, das testen wir gleich mal aus. Bam, hau mal ab. Ja, nur wo man schon mal war. Beziehungsweise wo die Map halt offen ist. Weiß zwar nicht, wofür man das jetzt gebrauchen kann, aber hey, wer es mag. Ich brauch's jetzt nicht. Noch ein Tropius? Nein, danke.
E24 und die Folge schon 30 Minuten lang, aber ihr wisst ja Bescheid. Dass ich halt manchmal überziehen muss. Bam! Bam! Denn das Display soll ja auch mal irgendwann enden, deshalb kann ich ja nicht jedes Mal einen Zweiteiler machen. Auch wenn ich dann mehr Videos hätte, aber ne. Das Display, wie gesagt, soll auch irgendwann enden. So. Moment. Hat Fritzeblitze Fähigkeit? Nein. Fritzeblitz ist die Formwege von Voltenso. Ladungsstoß, Donnerwelle. Donnerzahn, Feuerzahn. Wir haben zwei Blitzer, warte, wir haben zwei Blitzer. Das ist nicht gut. Das ist schon eher gut. Du kommst raus. Sorry, Bro. Oder Sis. I don't care. Die Pokémon haben ja keine Geschlechter, weil man kann ja nicht paaren in dem Spiel. Nur die Schalter-Pokémon haben Geschlechter. Die man nicht ändern kann. Was aber auch jetzt nicht so schlimm ist. Raichu Level 52. Aber man kann ihren Namen ändern. War gut. Man kann von jedem Pokémon jetzt von ihren Namen einfach nochmal später ändern. Man kann aber den Teamnamen ändern. Das finde ich echt geil, dass sie es gemacht haben. Was ist das hier? Eisen. Ja, komm, setz was mal ein. Inventar? Danke. Wir haben zwei Eisen und ein Carbon. Boah, Verteidigung. Wer braucht's nochmal? Ich brauch's. Ich brauch's. Ich weiß, bin gerade etwas ruhiger, aber ich meine, komm, bei solchen harten Kämpfen muss man manchmal auch einfach etwas sich entspannen können. Initiative, wer war das nochmal? Ich glaube, Beep, ne? Beep, der keine Initiative hat, ne? Ja. Hier, Beep. Geil wäre es, könnte man die Pokémon hier in die richtigen Spiele rüber tauschen, aber würden die niemals machen. Weil hier kann man ja auch Legis bekommen. Und ich weiß nicht, ob die das sowas machen würden. Nein, Raichu, ich möchte dich nicht. Ich habe selber ein Raichu. Was 100-mal besser ist als du. Und das kann ich dir versprechen. Wer kämpft da? Magneton? Hm? Nee. Magneton wurde besiegt. Wir werden da gekämpft. Hm. Hi, Magneton. Du gehst sterben. Vorsicht, Sterbengebiet. Ah, ist tot. Okay. Ja. Nehme ich an. Ganz ehrlich, nehme ich an. Ja, nehme ich an. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich nehme es an. E26. Wir sind fast da, Leute. Wir sind fast da. Bam, Ziel. Pressierplatz. Und ich befürchte, ich muss noch mal einen Apfel essen. Weil ich sonst drauf gehe. Das schaffe ich sonst nicht. Ich muss einen Apfel essen. Ich esse einen Apfel. Komm. Tut nicht weh, ist lecker, ist sehr nährhaft. Komm, nom. Auch gesund. Gibt's eigentlich irgendwer, der keine Äpfel mag? Zeigt euch mal. Kann man keine Äpfel mögen? Wie kann man dieses Standardobst nicht mögen? Aber das kann ich mir mehr vorstellen, dass jemand kein Obst mag, als wenn jemand kein Brot mag. Ich meine, jeder mag Brot. Jeder isst irgendwann mal Brot. Es gibt niemanden, der kein Brot mag oder noch nie gegessen hat oder was auch immer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Raichu, ich hab's dir schon mal gesagt. Nein. Auch wenn du jetzt eine Fähigkeit hast. Nein. Ich habe schon ein wunderschönes Raichu. Ich brauche sie nicht. Magneton Level 49. Epic. Tierschuss? Versetzt den
Anwender den Zustand Scharfschutz, wodurch sämtliche Attacken ihr Ziel treffen. Ach, das macht dann die Genauigkeit auf 100%. Braucht's es? Nee. Sorry, Mann. Aber ich brauch's nicht. Kein Bock. Hättest du früher viel früher lernen müssen. Dann hätte ich es noch erlaubt, aber I don't know, jetzt nicht mehr. Was habe ich aufgenommen? Sichtsahn, die ich eh nicht benutzen kann. Puh. Dann schmeiß ich das Ding noch gleich weg. Wir werden wahrscheinlich 40 Minuten für wieder brauchen. Wahrscheinlich bei jedem. Ich denke mal, der dritte ist auch der letzte. Nicht der letzte, aber der dritte ist dann auch mal 30 Ebenen lang. Oh Gott, Raichu. Oh Gott, Blitzer. Hey, was macht ihr denn alleine da? Krieg ich das hin? Anscheinend. Okay. Alles gut. Da oben ist noch irgendwas. Ach, Geld. Zack. Und weiter geht's. 2-7. Hi und bye. Ich hab gesagt, hi und bye. Ich will euch hier nicht sehen. Ich will nur mein Raichu sehen, aber euch will ich nicht sehen. Haut ab. Geht doch. Meine Jüde. Dann gibt's doch ne. Wer braucht's denn? Du brauchst mehr als ich. Nein. Warte. Brauchst du nicht. Ich brauch's mehr. Ich nehme mir das jetzt einfach, ja? So, ich setze jetzt erstmal ein bisschen Synthese ein, damit ich mich heilen kann. Passt. Nimm das Geld mit. Weiter geht's. Hey. Was soll das denn werden? Oh nein, ich muss in die Richtung gucken. Nein, lass Blitzer doch einfach abkacken. Ist doch egal. Down. Geh down. Geh down. Jetzt ist er down. Nee, gib her. Na komm, wir sind doch schon fast am Ziel. Jetzt macht doch keinen Ärger. Was macht ihr da oben? Polyslam, Bärenkräfte. Was? Tropius, nein! Gott, das sind zwei. Wir müssen wieder nach oben. Sonst sterben, sonst kratzen alle ab. Na, gut. Hey, finde ich nicht so nett. Ja, gib mir mal einen Heilsamen. Auch wenn ich die jetzt gerade mehr oder weniger schon verschwende. Komm, ist egal. Bam, hau ab. Hau einfach ab, bitte. Kannst du bitte einfach abhauen. Dankeschön. Was machen die denn da hinten wieder? Okay, ich bin Level 55, habe ich nichts gegen. Nice. 5-5. Du. Und Shop. Seht ihr, was ich sehe? Kaufen. Ich habe genug Geld. Komm, ich kann mir alles leisten. Ich kann mir alles leisten. Ja, warte, das können wir direkt einsetzen. Dann heb's erstmal auf. I don't know. Na komm, nehmen wir mal mit. Ich kann es nicht mehr mitnehmen. Dann ich. Ja, ja. Hier kannst du haben, das Geld. Wir haben einen Evolutionsstein. Von dem brauchen wir 4, damit wir einen Magnetzone bekommen können. Und ich, das ist mein erster jetzt wieder, weil ich habe ja alle Pika gegeben. Du kriegst auf jeden Fall ein Elixier. Und Pika als nächstes. Den anderen, den ich gekauft habe, den kriegt jetzt Pika. Tut mir leid, Magneton. Aber den gebe ich jetzt mal keinen. Zack. I'm sorry. Hat es vorher schon.
Sorry. Da wird man schon krank. Hilfe, Corona. Nein, ich habe kein Corona. Ich kann euch sagen, ich habe kein Corona. Ich wurde zwar nicht getestet, aber... Hätte ich Corona, hätte ich doch schon längst meine ganze Familie angesteckt. Auch wenn ich nur den ganzen Tag im Zimmer sitze. Komm. E28. Ich habe nur große Äpfel. Ja, dann esse ich einen großen Apfel. Ist jetzt auch egal. Obwohl ich hätte mit Magneton spielen können, hätte ich gar kein Essen verbrauchen müssen. Ach, egal. Ich würde aber selber mit Mega-Bisa-Floor spielen. Ich hätte die ganze Zeit mit Magneton spielen sollen. Whatever. Whatever. Da, Bruder, da. Bruder, da, Bieder, da, Boom. Bam, bam, Boom. Ah, das ist ein Tropius. Ich dachte, das wäre ein Busch. Der hat sich gut getarnt. Tja, dachtest du wohl, ne? Bam, tschaußen. Oh, welcome back. See you soon, welcome back. You so joined your party. Nice. Treppe. Leute, wir sind am Ziel angelangt. Nur noch eine Treppe müssen wir besteigen. Und dann gibt's einen heftigen Kampf. Der heftiger ist als heftig. Nein, keine Ahnung. Ich hoffe, man hört das Quietschen nicht so sehr im Video dann. Ich habe halt keinen so high professional Stuhl. Ja. Hammer ab. Nervig. Ich will nur die Treppe suchen, damit ich raus kann. Ich will nur kämpfen. Da. Okay. Let's do it! Warum? Warum werde ich gestört? Dies ist das Blitzfeld. Es ist mein Territorium. Ich bin Raikou. Ich bin so schnell wie der Blitz. Mein Körper ist Gewitterwolken gleich. Mein Brillen halt wie der Donner und verschreckt alle Trainer, damit ich wieder abhauen kann. Schon viele haben versucht, mein Territorium zu durchstreiten. Was aus ihnen wurde? Ich kann es gerne demonstrieren. Hier ist eine Kostprobe des Schmerzes, den sie erleiden mussten. Ist das so, mein Freund? Ist das wirklich so? Bist du dir da ganz sicher? Bist du dir sicher? Mega Bisa-Floor! Bäm! Okay, 50 Damage haben wir schon mal gemacht. Okay, fast 100. Oh Gott, Ladungsstoß auf alle. Überlebt ihr das alle? Überlebt ihr das? Überlebt ihr das? Okay, Tropius hat das am meisten gelitten. Hat am meisten gelitten. Der Arme. Was hat sich ein? Was hat sich ein? Blütenwirbel! Ja, komm! Guck mich ruhig an, ja? Guck mich ruhig an! Ich kann jetzt gerne persönlich Schmerzen verteilen. Willst du sehen? Komm, vergifte! Na, schade. Bam, bam, bam. Ich liebe dieses Porträt oben rechts. Das ist so geil. Machen eigentlich in der Mega-Entwicklung garantiert 100 Damage, egal welcher Gegner das ist. Und ich glaube, es war eh viele Verschwendungen, weil wir eh so stark sind, aber es ist mir egal, es ist immer cool. Bam. Zack. Ja, ja, trau dich ruhig. Du hast verloren. Sieh es ein. Hinterher ist auch schon down gegangen. Du wirst genauso down gehen. Glaub es mir. Trupp ist man irgendwie gar nicht mit. Der hat Angst. Der zittert noch schon. Ich hab Angst. Obwohl du so ein riesengroßes Ding bist. Aber egal. Passiert. Schlammbart! Kill es! Komm, kill es endlich! Ich fände es cool, hätten die das mit den Bössen so gemacht, dass wenn der Anführer den Boss besiegt, dass das dann, ne,
Egal. Obwohl, weiß nicht. Welche Dreistigkeit! Wie ist das möglich? Nun denn, so ist der Lauf eines Kampfes. Ich höre mir dein Anliegen an. Ja, ich habe eine Rotfeder. Was ist das? Das ist eine Rotfeder. Dann tritt zurück. Raikus Blitze setzen die Rotfeder unter Strom. Die Rotfeder wird zur Abendgoldfeder. Das sanft schimmernde Farbenspiel von Rot und Gold ist wunderschön. Das nächste Ziel liegt im Nordosten. Es ist ein Ort, der Nordwindfeld genannt wird. Dort lebt ein Pokémon namens Suicune. Oh, hat schon gespoilert, aber hat wahrscheinlich jeder schon gedacht. Mit etwas Glück zeigt sich Suicune. Und vielleicht gehen dann Wünsche in Erfüllung. Team Epic erhält die Abendgoldfeder. Und das Nordwindfeld steht jetzt für Erkundungen offen und wird ab der nächsten Folge besucht. Sinelbeere. Wow. Super. Frieselblies. Little Frieselblies. Ja, ja. Der ist ja super. Der ist ja besonders. Bla, Blitza. Ja, ja. Auch schon ganz besonders. Kann man sich geben. Ampharos. 100 Pro. Wer will denn kein Ampharos haben? Ampharos ist ein tolles Pokémon. Die sind vor allem auch hochgelevelt. Also, nicht so hoch wie wir. Aber trotzdem. Probier's auch nochmal. Komm schon. Und die nächste Folge, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schaut in der nächsten Folge vorbei, wo wir gegen Suicune kämpfen.